Dynamo TV wird präsentiert von Verticalis und Hamburger Personenauffangnetze. Markus, das ganze Land befindet sich in einer Ausnahmesituation, deswegen sitzen wir uns hier mit einem Monitor gegenüber. Du sitzt vor deinem Rechner und ich stehe hier im Stadion vor meinem Rechner. Wo erreichen wir dich gerade? Ja, ich bin in Karlsruhe bei der Familie. Als ich abgezeichnet hatte, dass es die Verschärfung auch um das Ausgangsverbot geht, bin ich dann nach Karlsruhe gefahren. Nimm uns mal kurz mit. Wie sieht das Homeoffice eines deutschen Zweitligatrainers aus? Ja, verschiedene Dinge. Der Tag ist lang. Wir stehen früh auf, da wird natürlich gefrühstückt. Dann E-Mails abchecken, bisschen arbeiten, bisschen nachbereiten, Spiele nochmal angucken. Dann aber auch ein bisschen Alltag. Dann hat man viel Zeit zum Lesen, Filme gucken, Musik hören. Ich versuche immer am Tag einmal rauszugehen, neben Einkaufen natürlich dann ein bisschen Sport, Fahrrad fahren. Und dann so bewältigt man den Tag. Normalerweise steht man als Cheftrainer unter Dauerstrom, weil man jeden Tag Ansprachen halten muss, Mannschaftstraining leiten muss, Trainingseinheiten vorbereiten muss. Vermisst du deine Spieler schon? Ja, ich vermisse tatsächlich und vermisse das Training, vermisse die Spiele und vermisse Dynamo Dresden. Wenn man so im Vollstress ist, dann wünscht man sich mal so 3-4 Tage mal nichts zu tun und auszuschlafen. Aber schon am zweiten Tag ist ein komisches Gefühl, man kann nicht richtig runterkommen. Es ist ja auch kein Urlaub, sondern man hat irgendwie so das Gefühl, man ist im Wartestand und dementsprechend fühlt man sich und ich kann es noch nicht so richtig genießen. Wie hältst du den Kontakt zu deinen Spielern, zu deinem Trainerteam, aber auch zur sportlichen Leitung rund um Ralf Minge? Ja, wir telefonieren. Ich habe mit Ralf gestern noch telefoniert, mit Scholle schreibe ich, mit meinem Athletiktrainer natürlich auch was das Training angeht, was die Möglichkeiten angeht, wie wir die Jungs weiter fit halten können. Und mit den Spielern habe ich auch nach und nach telefoniert. Kämpfe mich so durch, versuche alle zu erreichen und zu hören, wie es den Jungs geht. Hast du schon mal eine Videokonferenz gehabt oder ist das jetzt hier eine Premiere für dich? Ja, irgendwie ist aber schon länger her. Das ist schon sehr, sehr lange her und auch nur so halb. Deine Spieler haben allesamt individuelle Trainingspläne mitbekommen. Erarbeitet ihr diese jede Woche neu oder wie kontrollierst du auch, ob die ihre Einheiten da abspulen? Na, die Jungs haben ihre Uhren mitgenommen, wir können das kontrollieren, sehen, was die Jungs gemacht haben. Wir haben uns für Wochenpläne entschieden. Wir wissen ja nicht genau, auch ob es möglicherweise irgendwann die vom Land Sachsen, die Verschärfung, die wir da haben, ob die immer gelockert werden, ob wir irgendwann trainieren können, wie wir trainieren können. Und deswegen so 4 Wochenpläne haben wir uns dagegen entschieden, sondern kleine Häppchen, die überschaubar sind und so, dass wir auch immer noch mal individuell eingreifen können. Inwieweit kann das normale Mannschaftstraining ersetzen? Ja, nicht wirklich. Man hat keinen Kontakt, gerade diese intensiven Sachen, diese kleinen Spielformen, diese Zweikämpfe, generell alles, was auch Technik angeht, Taktik angeht. Das geht für einen Zeitraum, für 2 Wochen vielleicht, wo man die Fitness halten kann. Dann werden die Spiele fehlen, dann wird die Intensität fehlen, die einfach das Spiel mit sich bringt. Aufgrund der bundesweiten Ausgangsbeschränkungen sind derzeit Spaziergänge zu zweit hoch im Kurs. Wie oft hast du deine Frau schon ausgeführt rund um Karlsruhe? Ja, 1-2 Mal. Ansonsten fahre ich gerne mit dem Fahrrad mal raus, mal ein Stündchen rum, bezeichne das als Sport. Und man macht mal einen kleinen Spaziergang mal zum Einkaufen. Aber ansonsten ja, ist man, glaube ich, so wie viele andere Menschen auch, ist man diszipliniert. Man hält einfach Abstand, damit das Ganze auch am Ende einen Sinn ergibt. Du bist schon lange im Trainergeschäft. Tauschst du dich mit deinen Kollegen in der zweiten Liga oder ersten Liga auch aus in diese Ausnahmesituation? Ja, ich habe natürlich Trainerkollegen, Trainerfreunde, mit denen man sich austauscht, die nicht alle in dieser Situation sind oder alle auch in verschiedenen Ländern mittlerweile in verschiedenen Situationen sind. Und denen geht es allen gleich, dass man ja eine ungewisse Situation hat, dass man immer flexibel sein muss, dass man jetzt auch gar nicht weiß, wie es weitergeht, einfach abwarten muss und auf alles gefasst sein muss. Du warst mit deiner Mannschaft zuletzt in der zweiten Liga auf einem richtig guten Weg. Ihr habt 2 Siege hintereinander gefeiert und einen positiven Drive gehabt. All das wirkt irgendwie schon wie eine halbe Ewigkeit her, obwohl es erst ein paar Wochen her ist. Kann man dieses positive Gefühl dennoch konservieren? Ja, ich habe das Gefühl, das schon noch, weil ich natürlich mich auch nochmal Spiele, Zusammenfassungen angeschaut habe, so ein bisschen Rückblick gemacht habe, auch um dann einen Weg zu finden, wie machen wir weiter, wenn wir wieder zusammenkommen. Das war auch taktisch und von den Emotionen her
da wieder dran anknüpfen können. Ich glaube schon, dass das geht, weil wir alle mit einem guten Gefühl auseinandergegangen sind. Gerade der letzte Sieg gegen Aue war natürlich sensationell. Ich habe die Tore mir, glaube ich, jetzt schon noch 20 Mal angeguckt. Und jedes Mal, wenn ich sehe, wie die Fans drumherum das Stadion aufspringt und feiert und schreit, ist das immer wieder auch selbst am Rechner hier ein Hochgefühl. Und das werden wir schon auch mitnehmen können, konservieren können. Wir wissen nur nicht, wie es weitergeht. Hinter mir befindet sich das Stadion. Es ist völlig unklar, wann hier das nächste Mal Fußball gespielt werden kann. Du hast es eben selbst gesagt. Hast du schon eine Idee entwickelt, wie lange die Vorbereitungszeit mindestens sein muss, wenn es Anfang Mai beispielsweise weitergehen sollte? Na, erstmal ist diese Ausgangsbeschränkung ja bis zum 20. April in Sachsen. Dann ist immer noch fraglich, wie es weitergeht, ob man vielleicht schon in Gruppen trainieren kann, ob man schon anfangen kann. Das sind dann ungefähr 4 Wochen, die wir dann ja individuell trainiert haben oder uns gar nicht gesehen haben. Ich glaube schon, dass man mindestens 2-3 Wochen noch mal braucht und viel mehr Zeit hat man nicht, weil man ja dann auch noch ganz viele Spiele zu absolvieren hat hintereinander, wenn man mal Ende Juni so als Frist sieht, wo die Verträge auslaufen. Also viele, viele Fragen, wenig Antworten. Ich glaube, 2-3 Wochen werden wir mindestens brauchen, um dann wieder starten zu können. Letztendlich ist es für alle gleich. Das ist, glaube ich, das Entscheidende, dass wenn man Abmachungen trifft, wenn man Regeln trifft, dass sie für alle gelten, dass nicht der eine nur eine Woche hatte, weil vielleicht in Dänemark noch andere Regeln und Auflagen waren. Ich glaube, es wird wichtig sein, damit keine Ungerechtigkeiten entstehen, dass es für alle relativ gleich ist. Die Fußballverbände, aber auch die Politik wirkten völlig überrascht. Jeder von uns wirkte völlig überrascht über diese Corona-Pandemie. Hättest du sowas abschließend gefragt, jemals für möglich gehalten, dass wir das in Mitteleuropa erleben, dass ein Virus sich über die gesamte Welt ausbreitet? Nee, wirklich nicht. Also man hat es ja irgendwie kommen sehen und als es dann in China losging, ja, das hat man ja schon mal gehabt. Das ist ja nicht das erste Mal bei der Schweinegrippe und SARS. Hat man irgendwie gewusst, dass da sowas kommen kann, aber in diesem Ausmaß und mit auch solchen Auswirkungen für die Wirtschaft, für die Menschen, für alles, was das Leben bedeutete, das habe ich mir nicht ausmalen können. Als dann im Januar das so langsam anfing, hat man immer noch gesagt, ja, es ist wie eine Grippe und es wird normale Einschränkungen geben. Für uns als Profimannschaft ist ja Thema Hygiene eh wichtig, über Hände waschen, desinfizieren, jeder seine eigene Flasche. Wir sind eh sehr diszipliniert in solchen Dingen, deswegen habe ich mir das nie vorstellen können, dass das solche Ausmaße annimmt. Jetzt ist es so und ich glaube, wir werden auch noch Zeit brauchen, um zu sehen, was wirklich Sinn macht und welche Beschränkungen und welche Maßnahmen jetzt wirklich Sinn ergeben oder ergeben haben, wird man, glaube ich, erst im Nachhinein auch wirklich analysieren können. Wir müssen das jetzt so annehmen, müssen sehen, was wirklich hilft. Die Gesundheit steht letzten Endes über allen und deswegen müssen wir das jetzt wirklich so annehmen und müssen diszipliniert sein und auch das Beste aus dieser Situation machen. Das gesamte Zweitligateam verzichtet auf eine Menge Gehalt, die Geschäftsführung, aber auch du und dein Trainerteam. War das für dich eine Selbstverständlichkeit, so wie es Flo Ballas auch zum Ausdruck gebracht hat? Ja, empfinde ich so. Ist letzten Endes so. Uns geht es letzten Endes noch gut. Ich glaube, dass es viel, viel härtere Schicksale gibt als unseres. Und deswegen war es wichtig, einfach auch zu zeigen, dass man das erkennt und dass man dementsprechend handelt. Deswegen brauchten wir auch gar nicht lange überlegen zu unterstützen und man weiß auch nicht, was noch alles kommt, an welcher Stelle wir jetzt gerade stehen, das können wir, glaube ich, noch gar nicht alle wirklich überblicken, was es für die Vereine bedeutet. Wir sitzen da mit im Boot und deswegen, glaube ich, ist wichtig, dass man sich wirklich auch als Gemeinschaft sieht und so wie ich auch die Zeichen wahrnehme, was die Fans in Dresden machen und auch für Zeichen senden, ist es genauso wichtig, dass wir unseren Teil dazu beitragen und auch zeigen, dass wir natürlich auf der anderen Seite Teil des Ganzen sind und wir die Sportgemeinschaft sind und das auch zeigen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Vereins haben sich unglaublich darüber gefreut. Wir freuen uns, wenn wir dich wieder hier in Dresden sehen. Vielen Dank für das Gespräch und dass du dir Zeit genommen hast. Gerne. Grüß deine Frau und deinen Sohn, der uns geholfen hat, dass diese Übertragung überhaupt zustande gekommen ist. Gerne. Tschüss, Markus. Tschüss, ciao.